Neue Folge starten. Jetzt haben wir Bäume. Eine Möwe hat gerade auf unserem Arm Skulpturding Rast gemacht. Wie wär's denn mal, wenn du den Wagen herholst, Kev? Das wäre doch irgendwie besser, oder? Ach, was? Ich geh zu Fuß. Ja, ich bring ihn gleich mit. Alter, du scheiß Reh! Boah! Ich hoffe, er rettet mir das Reh da schon schnell. Das ist da jetzt von der Seite an. So, hallo. Du nett, ey. Und unser Wagen? Ach da. Steht doch hier. Ja, ist schon fast voll. War er voll? Oh. Ja, war voll. Aber dann? Dunkel, ey. Das ist alles nur in deinem Kopf. Nein.
Yvonne sollte sich eher gerade mal im Gesicht rasieren, wenn ich mir das so angucke. Nicht nur da. So. Kev bringt einen großen Haufen mit. Ich kann immer große aufmachen. Ne? Ich habe noch mal eine Ladung Bäumchen mitgebracht. Oh, Alter. Ich habe eine Nachricht erhalten. Warum auch immer? Nein, habe ich nicht. Hä? Ich habe nur eine lange, harte Keule für dich, Yvonne. Oh. Du hast aber gesunde Zähne, muss ich mal sagen. Deine Augäpfel haben auch eine tolle Form. Seit wann haben wir zwei Wagen? Ich habe noch mal einen gebaut. Wie gesagt, damit wir beide, damit wir mehr Bäume reinschicken können. Wir können schlafen gehen, zu eurer Info. Ja, miteinander schlafen. Im Hafen. Bei Cuxhaven oder was? Wir hatten eigentlich den Knochenkorb hier gebaut. Ich? Ja, merkt man. Warum? Türstopper, ne? Die ja. Intelligenz bei der Platzierung des Gegenstandes war wieder höchst. Ach, Mimimi, weißt du immer, ich ein Mimimi spüre. Was du spürst, Kev, das will keiner wissen, das ist ekelhaft. Ja, kannst du aber gerne. Im Gegensatz zu dir spüre ich einiges. So. Ja, glaube ich dir bestimmt. Finger, ja. Dildos. Untersuchungen von Ärzten. Das bestimmt alles. So. Muss ich immer nur von dich auf andere schießen. Oh, der Konter ist so lahm. Ich bin ja nicht du. Ja, zu Recht. So.
Gut, dann bringen wir mal wieder den Wagen raus, damit wir weitermachen können. Ich höre doch schon wieder. Ah, ein Bämschen ist unterwegs. Bleibst du hier? Bambi, bleibst du jetzt hier? Aua! Ich habe keine Pfeile, Mist. Ah ja. Augen auf im Verkehr, ich meine Straßenverkehr. Was sagst du mir? Oh, da kommt schon wieder was angelaufen. Fackeleinsel. Oh, du hast ja nichts ausgehalten. Hey Uschi. Genau, renn durch. Geh ich erstmal durch unseren Wagen durch. Ach, das sind noch mehr, also noch 3 Stück insgesamt. 4 Stück. Voll die Eier zertrümmert, ja, aber ja. Bei dir? Ne, bei ihm. Er lag auf dem Boden, ich habe ihn zwischen die Beine geschlagen und er war weg. Moin. Ach, das war mir klar, dass du mit der rennst. Uschi, ich wollte gerade Dings nehmen. Medizin. Jawohl. K.O. Ich muss mal. So.
Ja. Wieso nicht auf? Hallo? Ah, warum auch immer. Weil du es bist. Ja, ja, ich merk schon. Oh, zwei, drei große. Machen sich in die Hose. Weg. Da wollten wir schön noch mal raus, Dings holen. Nochmal Bäumchen mitnehmen. Ist. Auch schön, dass du einen Besuch mitbringst. Sehr nett. Ich habe aber nicht so viel, so viele Leute gekocht. Das ist das Problem, dass du bei dem Tor. Oh, jetzt steht Muschi Klaus auf dem Tor. Ja, und ich bin direkt hier Hubs gegangen, weil das Viech auf mich zugegangen ist. Dankeschön. So. Wieso schlägt das Vieh auf die auf das Tor ein? Welches Tor? Wo wir es eingesperrt haben, Sicherheit. So, das waren voll die Leichen, die drin rumliegen. So. Hallo? Hallo? Ich fahre hier gerade vorbei und werden die Bäume vom fahrenden Wagen geklaut. Achso, ich schmeiß drauf. Sah nur so aus, als wär's. Es wird magisch mehr. Oh, Hallöchen. Hallöchen, Popöchen. Yvonne sagt Hallöchen, so gern auf dem Klöchen.
Bald haben wir hier keinen Wald mehr stehen, ne? Wo die ganzen Bäume weg haben. Ich leg hier noch ein bisschen rum, das Ding trampelt auch um mich ein. Oh, hallo Uschi. Ich nehme mal deine Bäume mit, ne? Tschüssi. Nett, lässt mich hier einfach liegen. Ja, zu Recht. Ich beeile. Die bleibt trotzdem bei hartnäckig bei dir. Ich komme gar nicht an dich ran. Aua, ich geh mal weg. Ich muss mal weg. Aber was ist mit dir jetzt kaputt hier? Wenn die alle gleichzeitig auf mich schlagen, kann ich nichts machen. Gerade so ein bisschen überrannt. Also so aktiv war es bei unserem letzten Spielstand und ja, wir haben alleine 3-4 Stück im Lager. 3 wollen mir was, 2 wollen mir ans Leder. Ich kann nicht momentan nicht viel machen. Yvonne musste, glaube ich, gerade neu starten, ne? Ne, bin gestorben. Meine ich ja. Die Alte hat auf mich eingedrescht. Also einen habe ich mal weg jetzt gerade aus dem Lager. Noch nicht, der lebt noch. Jetzt ist wieder einer. Ich glaube, jetzt habe ich aber einen erwischt. Ja. Ja. Wenn ich die Einzel kriegen würde, wäre super. Alter, du sprichst ja voll ins Wasser, du Arsch. Oh. Alter. Die zwei sind ganz schön hartnäckig. Die lassen sich nicht treffen und die kriegt sie jedes Mal mit. Jetzt habe ich ein weniger. Jetzt ist dein Kumpel dran. Dich kriege ich noch. Hast du nur das? Dann haben wir sie alle jetzt. Ach, Gott sei Dank, ey.
So. Da kommt der nächste angedackelt. Ich habe einfach mal eine Höhle entdeckt, läuft von mir. Also. Aua! Soll ich mal gehen? Ist doch so ein... Ey! Einer, der brennt, ja. So. So. Schmeiß rein. Okay. Herzlich willkommen bei der neuen Kochsendung hier auf D-Max. Wir zeigen Ihnen heute frisches Menschenfleisch. Grill den Mutanten. Da, ja, genau, das hier gibt Grill den Hänsler irgendwie eine ganz neue Bedeutung. Knochen. Okay, da draußen steht auch noch mindestens einer. Und es wird schon wieder düster. Oh, ernsthaft? Hallo. Ich mach wieder auf. Ich mach wieder auf. Warte doch mal. Genau, mach die beide auf, ja. Komm, hopp, hopp. Los, los, los. Ja? Lass mich rein mit meinem dicken Baumstamm hier. Aua. Ich hasse das, du kannst nur an einer ganz bestimmten Stelle diesen scheiß Knopf drücken für das Tor. So. Oh, hast du, das Ding ist schon fertig. So, damit wird das auch erledigt. Ist das auch fertig? Nur die aber die komplett jetzt beide Seiten fertig? Ja, jetzt müssen wir nur noch Steg weiterbauen für das Floß. Ja. Das machen wir dann aber, wenn es mal wieder hell wird.